So, moin moin, liebe Spursfreunde. Weil, bevor ich es vergesse, nochmal zu zeigen, ihr könnt euch ja sicherlich noch an die Schultiefs erinnern, die ich irgendwann auch schon mal letztes Jahr, glaube ich, im Mai beginnend vorgestellt habe. Ich muss hier gerade selber einmal ganz kurz mal mich zurechtfuddeln, weil ich habe das hier alles in eine Kiste, boing, ja, alles in eine Kiste reingemacht. 15. Mai habe ich begonnen und die lagen, wie gesagt, bei mir in der Kiste drinne und ihr seht, die ist noch am Leuchten, die LED, relativ schwach zwar, zugegeben, aber sie brennt noch, hätte ich jetzt fast gesagt, und die Batterie hat jetzt eine Spannung, also wir haben jetzt fast ein Jahr zusammen, ne? Also bis Mai, da fehlt jetzt nicht mehr ganz so viel, das sind jetzt quasi noch 3 Monate, knapp. Dann haben wir den Mai im Prinzip erreicht. So. Ist auch heute nur ein sehr kurzes Video. So. Ja, super. Spiegelt. Ihr seht natürlich nichts. Volt. Nach fast einem Jahr. Das ist schon. Ja, ne? Zuletzt hat man gemessen im November. Da hatte sie 1,3 Volt gehabt und ein bisschen. Naja. Wie gesagt, ich habe ja immer noch die vollen 11 Kiloohm quasi vorgespannt, in Anführungszeichen. Wir können ja mal beigehen und machen die LED mal minimal heller. So, ich glaube, man hat es gesehen. Man sieht es auch hier an meiner Hand. Wenn ich das jetzt ganz zurückdrehe, quasi so wie es war, könnt ihr hier meine Handfläche nicht sehen. Wir haben jetzt Nachmittag 4. Wenn ich jetzt ein bisschen aufdrehe, so dass man halt hier so einen kleinen Kegel auf der Hand erkennen kann, dann bin ich vielleicht ungefähr so bei dem, was ich vorher hatte, also quasi wo der Test begonnen hat. Wie gesagt, das jetzt mit dem Auge zu messen, in Anführungszeichen, ist jetzt natürlich auch so eine Sache. Und ja, wie gesagt, ne, gibt es, glaube ich, nicht ganz so viel Neues zu sagen. 1,205 war es, glaube ich, am 22.02.2024. 16 Uhr. Ja, die anderen, das einmal kurz dazu gesagt, ich glaube, ich hatte es in irgendeinem Video schon mal erwähnt, in irgendeinem Update-Video. Kollege, jetzt muss ich mal gucken, wer hier was war. Das war die 3. Genau, der Kollege, der ist aus. Ne, da geht hier auch nichts mehr mit. Ich muss immer mal ein bisschen gucken, dass ich hier nicht irgendwo einen Wackeler drin habe. Ne, habe ich nicht. Naja, gut. Das war der Kollege. Da muss ich mal schauen, was die Batterie hier sagt. Irgendwie sagt die gerade gar nichts. Hä? Die sagt nichts. Das ist schräg. Die sagt ja gar nichts. Mhm. Hat man auch. Boing. Hat man auch selten. Okay, geht gleich in Widerstandsmessung rein. Wieso das denn? Bin ich da drauf gekommen? 400 Millivolt. Uff. Ja. Okay. Das ist natürlich auch eine Erklärung dafür, warum die aus ist. Wann die ausgegangen ist, wie gesagt, das weiß ich leider nicht. Die letzte Messung
fand statt auch am 16. November. 1,3 Volt. Es kommt meine kleine Tochter rein, jetzt muss ich auch gleich aufhören. So, und der andere Kollege, der ist ebenfalls aus, aber bei denen, das war ja der erste, den ich so ein bisschen fliegend gewickelt habe. Hi Emma, sag mal Kuckuck. Kuckuck. Na mein Schatz, was hast du da in der Hand? Nasenspray? Meerwasser ist das, ne? Meerwasser, Nasenspray. Hm? Kleine Papa. Maus. Ja? Papa an. Nee, jetzt gerade nicht. Papa macht Video. So, mein Schatz. Also ihr seid ja, ne? Wie gesagt, und bei dem war es, glaube ich, tatsächlich so, dass der hier irgendwo einen Wackler drin hatte. Ne? Das war diese fliegende, der fliegende Aufbau. Und irgendwo war hier, das hatte ich schon mal die Tage mal gesehen gehabt beim Kontrollieren, war hier ein Wackler dran. Also die Messung zum Schluss, die kann ich jetzt leider nicht mehr wirklich ernst nehmen. Wie gesagt, die Messung zum Schluss, weil ich es da erst gemerkt habe. Und die letzte Messung fand statt hier. Ja, war richtig. Im Juli, letztes Jahr. Ne, heute ist ja der 22. Februar 2024. Gut. Also, da sehen wir wieder, empfiehlt es sich auf jeden Fall, wenn ihr so Tests, so Langzeittests macht, macht das ruhig irgendwie mal, ich sage es mal hier so auf Platine. Einfach deswegen, hier ist alles festgeschraubt und da habt ihr in der Regel nichts, ja, keine großen Probleme mit Wackler. Und ja, ne? Ihr seht ja hier, der Kollege seit fast einem Jahr ohne Stress läuft. Läuft, läuft. Also wenn du jetzt das als Signallampe hättest machen wollen, dann wäre das jetzt eine super geile Geschichte. Und ihr müsst euch ja mal vorstellen, das ist jetzt ja nur die, ich sag es mal, das ist ja nur noch die alte Technik mit der Batterie. Ne? So diese klassische chemische Batterie. Das bezeichne ich mittlerweile nur noch als alte Technik. Für uns hier privat verwende ich nur noch Superkondensatoren, weil ich sag mal so, die kriege ich in meinem Lebensalter nicht mehr platt. Geladen, sage ich es mal, und verbraucht. Die halten eine Ewigkeit und von der Sache her, Gott, ist das jetzt nur noch mal zum Zeigen, so eine kleine Geschichte. Aber ja, das soll mal ein kleines Update gewesen sein von meinerseits. Und in diesem Sinne entlasse ich euch quasi ins Wochenende. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Also, wie gesagt, das ist hier der Gewinner bis jetzt. Macht's gut.